Am 1. Juli bei Gott sei Dank warmen Temperaturen veranstaltete der Flussbad Berlin e.V. unterstützt von den Berliner Wasserratten das traditionelle und einmalige Flussschwimmen. Zwischen dem Bode-Museum und der Schlossbrücke durften die ehrgeizigen Schwimmerinnen und Schwimmer um den Flussbadpokal 2018 kämpfen. Eine schöne Sache, das Wasser war super, schön warm und muss auch sagen, war relativ sauber. Es war super, also Wasser ist cool, also schön kalt, sauber, als man denken würde. Es war ein guter Wettkampf, weiß nicht, was für eine Zeit ich geschwommen bin, aber ich bin zufrieden und ja, hat Spaß gemacht, würde gerne noch zweimal mitmachen. Mit der jährlichen, bereits zum vierten Mal durchgeführten Schwimmveranstaltung ermöglicht der gemeinnützige Verein den angemeldeten, dieses Jahr insgesamt 123 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, das zukünftige Flussbad im Herzen Berlins schon heute auszuprobieren. Die Vorstellung, dass der Spreekanal umgenutzt werden könnte, sodass man eines Tages darin auch schwimmen kann, ist ein Projekt, wo es aber um mehr geht. Es geht darum, den Flusslauf ökologisch umzugestalten und den zu öffnen, sodass man halt im Sommer da unbedenklich reingehen kann. Nachdem 1925 das Baden hier verboten wurde, gilt als das Ziel des Vereins, nach genau 100 Jahren dies wieder rückgängig zu machen. Die Bevölkerung soll in gesunden und sauberen Wasser schwimmen können. Ich finde das Projekt super. Ja, dass man wieder, ich sag mal, nach 100 Jahren, dass man ja wieder in der Spree oder in dem Kupferkram schwimmen kann, ist eigentlich eine geniale Idee. Das wäre wirklich super. Also zugänglich für alle. Es ist schön, mitten in der Stadt. Also ich finde es einfach toll. Ich finde das großartig, was hier in Berlin auf die Beine gestellt wird. Das ist ein Vorbild für alle Städte in Deutschland, das natürliche Wasser für Jung und Alt, für Dick und Dünn wieder zugänglich zu machen. Ganz viel Respekt und Anerkennung für die Leute, die das hier auf die Beine gestellt haben. Eine tolle Sache. Die wahren Sportler haben die 1000 Meter Strecke von der südlichen Montbijou-Brücke bis zur Wendeboje am Lustgarten und zurück in einer Viertelstunde erledigt. Der schnellste unter den Schwimmerinnen und Schwimmern schaffte es in 12 Minuten 49 Sekunden. Nach der anschließenden Siegerehrung durften die projektbegeisterten Freischwimmer das Schwimmen im Spreekanal auch mal testen. Diesmal ist alles wunderbar glatt gelaufen, super Unterstützung von DLRG, THW, vielen Freiwilligen, Wasserbetriebe, alle sind irgendwie dabei und haben, glaube ich, auch viel Freude daran. Viel Freude daran hätten die Berlinerinnen und Berliner bestimmt auch, wenn es heißt rein mit viel Freude in den Spreekanal.